Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Halt die Coronavirus-Angstmache. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 12. März 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben damit begonnen, die Auswirkungen der Angstmacherei zu untersuchen, die dort wegen dieser Coronavirus-Situation auf eurer Welt vor sich geht. Und wir wissen, dass bestimmte Menschen anfällig für diese Angstmacherei sind. Und sie sind es, die zurzeit ins Visier genommen werden. Und sie alle in Angst zu halten, ist eine sehr erfolgreiche Methode, um euch alle in Schach zu halten. Aber wie wir bereits in einer früheren Übertragung gesagt haben, überwiegt das Mitgefühl, das für die Erkrankten sowie für die Familien und Freunde der Verstorbenen erzeugt wird, bei weitem die negativen Auswirkungen der Panikmache. Jeder von euch, der wach ist, wird in dieser Zeit aufgerufen, Teil der mitfühlenden Energiedecke zu sein, die die Menschheit gerade jetzt braucht. Die Menschen müssen sich in Bezug auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden sicher fühlen und diejenigen von euch, die in dieser Zeit als Lichtarbeiter da sind, sind diejenigen, die diese Energiedecke, diese heilende Liebe und das Licht konstruieren und sie in dieser Zeit über den gesamten Planeten werfen. Seht euch selbst mit den anderen Lichtarbeitern, den anderen Heilern, den anderen mitfühlenden Menschen rund um den Planeten zusammenarbeiten, um diese heilende, liebende, mitfühlende Energie mitzuerschaffen. Und stellt euch vor, wie ihr diese Decke um die gesamte Bevölkerung in dieser Zeit haltet. Schafft Raum für diejenigen, die in Angst leben, dass sie krank werden und möglicherweise sogar sterben. Dies ist eine gigantische Wurzelchakra-Reinigung für die Menschheit und wenn ihr euch reinigt, gibt es Nebenwirkungen. Während einer Reinigung erlebt man Schmerzen, weil man das Giftige freisetzt. Es gibt jetzt genug Menschen, die unter dem Coronavirus gelitten haben, um die Wurzelchakra-Reinigung abgeschlossen zu haben. Aber die Angst ist immer noch vorhanden, weil einige dieser Ängste in diesem Leben erzeugt wurden und einfach in den Energiefeldern der Menschen herumschweben. Die Reinigung der Energiefelder jedes einzelnen Menschen von den Ängsten, an denen er festhält, ist der letzte Schritt und ihr seid diejenigen, die diese letzte Reinigung mit einer sanften Freundlichkeit in euren Herzen für diejenigen, die die Angst fühlen, herbeiführen können. Ihr seid diejenigen, die in dieser Zeit aufgerufen sind, stark zu sein, ausgeglichen zu sein, geerdet zu sein und zu wissen, dass eure Schwingung immens bestimmen wird, wie viel Gesundheit und Wohlbefinden ihr in eurem Körper haltet. Das zu wissen, diese Wahrheit in eurem Bewusstsein zu halten, ist auch das, was in dieser Zeit für das Kollektiv notwendig ist. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.